und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schmidt Motorsport und der Konrad Schmidt GmbH. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Fahrzeug aus dem VW-Konzern. Und zwar genau mit dem hier. Der kleine steht da drüben. Wir haben hier einen Lamborghini Urus. Seit ein paar Wochen auf dem Markt und erhältlich und wird jetzt ausgeliefert. Ja, und mit dem machen wir heute eine Probefahrt. Aber die Probefahrt mache nicht ich, weil da suchen wir uns lieber jemanden, der noch nie in Lamborghini gefahren ist. Und ich glaube, den finden wir drin. Wir gehen einmal. So. Und zwar genau schnappen wir uns die hier, die Julia. Die Julia hat heute schon gefragt, ob sie die Chance gehabt hat, das Auto schon jemals auf der Straße zu sehen. Wahrscheinlich nicht. Und weil sie das gefragt hat, darf sie heute mal eine Runde Urus fahren. Was sagst du denn dazu? Schickes Auto. Schickes Auto. Wird dir gefallen, ja? Ja. Aber was für deine Meinung zu den Leuten, die mit sowas vorfahren? Sind ja schließlich unsere Kunden, ne? Also schön vorsichtig sein. Die haben einen guten Geschmack. Schon mal Lamborg fahren? Nee. Noch nie? Noch nie. Aber würdest du mal, ne? Ja, gerne. Erster Eindruck? Kann man auf jeden Fall so machen. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren mal mit der Julia los. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal ankriegen. Okay, Julia, zocken wir hier im Urus drin. Gefällt oder gefällt nicht? Gefällt sehr gut. Er erinnert dich irgendwie an Audi, oder? Zumindest ja. Mich, ne? Also. Ziemlich viel Audi. Okay, dann fangen wir mal an, nachdem du ja noch nie in so einem Ding gehockt warst, ne? Mhm. Mach doch mal den Motor an. Ja. Weil wir schwitzen langsam hier weg, ne? Wir stehen hier in der Sonne mit einem schwarzen Auto. Ist echt total angenehm. Versuchen, aber. Schlüssel hast du ja, ne? Ja, ja, den habe ich da schon. Hast du schon gefunden, wo man Nein stellen kann, ne? Also ja. Da. Ah, hier. Ah, hier. Ja, genau. Woran erinnert dich solche Spielereien hier? Das Jungspielzeug. Das ist jetzt aber kein Flaschenöffner, oder? Nein, ist kein Flaschenöffner, aber Lamborghini macht das halt so, ne? Die decken halt den Schalter da gern ab. Soll so ausschauen wie in so einem Kampfjet oder so, ne? So, Julia, jetzt machen wir hier ein wenig kälter. Alles über diese Touch-Displays. Hast du schon mal gesehen? Ja. In was für einem Auto? Aber hauptsächlich jetzt bei Audi im Q8, ne? Ja. Praktisch wie im Q8. So, also Motor ist an, Klimaanlage läuft. Ich schnall mich mal lieber an, weil ich weiß, wie die Julia fährt. Ja. Besser für mich. Weißt du das schon? So. Jetzt sind wir da auf dem P, ne? Ja. Das ist ja im Grunde mal da auf unserem Display zu sehen. Ja. Jetzt braucht man praktisch den ersten Gang. Also musst du keine Sorgen machen, ich habe auch gesucht. Ja, da war ich auch beschäftigt. So. Schön auf der Bremse bleiben, ja. Weil jetzt sind wir wo? Im Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang, okay. Aber wir wollen ja nicht rückwärts fahren, wir wollen ja vorwärts fahren. Jetzt geht's nicht weiter. Zu einigen, einer mal bitte rechts Pedal bestätigen. Rechtes Pedal bestätigen? Okay. Was? Die Julia ist schon mal schlauer als wir alle, weil die hat schon mal gelesen, was das Auto einem sagt. Und was bezeichnet er jetzt als Pedal, das hier? Nein, das sind jetzt im Grunde genommen der Vehikelbeschalter, um die Differentiale zu sperren. Okay. Und das sind im Grunde genommen der Vehikelbeschalter, um zu, die Fahrbodies zu wählen. Ja, wir bleiben im Sport. Wir bleiben im Sport. Und wenn wir im Sport sind, dann macht es ein bisschen mehr Spaß. So, jetzt sind wir immer noch im Rückwärtsgang, ne? Sehen wir ja. Hier. Ja. Hinten, Umfeldkamera. Ersten Gang haben wir immer noch nicht. Ja, er hat ja gesagt, rechtes Pedal betätigen, ne? Aber das wäre dann das Gaspedal.
Ich bin ja im Rückwärtsgang. Rechtes Pedal? Wenn du jetzt einen normalen OS fährst und tust bloß einmal betätigen, bist du im Automatikmodus, musst eigentlich gar nichts machen. Wenn du runterschalten willst per Hand, wie gesagt, links und rechts hochschalten, dann einfach betätigen, dann geht der manuellen Modus. Zeigt er dir dann auch an. Mhm. Und jetzt können wir praktisch Vollgas aus. Können wir starten? Wir können starten. Und? Ist jetzt schon cool. Das wäre doch was für unseren nächsten Dienstwagen. Ja, definitiv. Definitiv, oder? Okay, jetzt bist du komplett im Automatikmodus. Und wenn du jetzt willst, ne, kannst du jetzt gerne mal die limbige Wippe zurückziehen. Und dann siehst du, wie er runterschaltet. Mhm. Das ist auch ein Auspuff. Wie komme ich dann wieder in den Automatikmodus rein? Mach davon selber, wenn du merkst, dass du keine Lust mehr hast. Ah ja, okay. Siehst du, jetzt hat er gemerkt, du hast keinen Bock mehr. Dann geht er wieder zurück. Okay. Gut. Klingt gut, ne? Kann man so machen, ne? Ja. Wir haben ja auch hier, das ist jetzt nicht ein Auspuff drunter, sondern eine Abgasanlage von Agrabovic. Das sogenannte Agra. Kostet ein bisschen Geld, macht aber auch echt einen tollen Klang in dem Auto. Mhm. Wir fahren da vorne rechts. Ja, aber fährt sich wie ein Auto mit 2,2 Tonnen, was nicht in unsere Waschstraße passt? Nein? Passt nicht, nein. Deswegen ist er jetzt auch noch dreckig. Wir wollten ihn eigentlich waschen fahren, aber ja, leider nein. Erster Alltagscheck. Waschen ist nicht. Nicht in einer normalen Waschstraße. So, nur Handwäsche. Kann ja die Jule dann später machen, weil sie Zeit hat. Mhm, gerne. 2,2 Tonnen, 650 ja. PS, riesengroß. Merkt man nicht. Ein totaler Klotz. Merkt man nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Könnte man fast im Alltag fahren, ne? Ja, gerne. Okay. Hat auch einen guten Wendekreis. Also wohin jetzt? Da so rückwärts an die Schilder hin. Ja. Jetzt kommt eine Wandergruppe. Arnold, du könntest mich doch einweisen in den Parkplatz. Mach ich. Ich bin raus. Ja, genau. Möchte jemand Lamborghini parken? Die halten dich total für arrogant. Nee, verstehe ich jetzt nicht. Verstehst du überhaupt nicht? Kann ja einfach losfahren, oder? Na, die laufen schon, die laufen schon. Und wenn es in der Garage stehen würde, das Auto, und ich würde es einfach einmal am Tag anmachen, sagt mir schon an. Aber es lässt sich echt gut fahren. Klingt mega gut. Ich bin sprachlos einfach. Was war denn das Schnellste, was bis jetzt gefahren bist in deinem Leben? Ach so, ich dachte schon mit dem auch. In meinem Leben? Ja. An Höchstgeschwindigkeit. Oh Gott, ich sag mal 230. 230. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Auto hier 305 km/h geht? Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, selber zu fahren. Was auch komisch ist, ne, das Auto ist angegeben mit 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Der ist gerade mal 1/16 langsamer als der F12. Das ist einfach so ein Klotz im Wind, wo man locker, sag ich mal, mit 4 Personen drin hocken kann und reisen kann. Ja. Ist auch nicht schlecht, ne? Nee, das gefällt mir sehr gut. Gefällt dir sehr gut. Kraftstoffverbrauch geht da. Angegeben ist er mit irgendwas über 12 Litern. 12,7. Ich glaube, das dürfte in der Wirklichkeit ein bisschen anders ausschauen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nicht, dass du jetzt dann an EOS nur einsteigst und dann irgendwo den Startknopf suchst oder so. Ja, das wird schon eine Umstellung. Wahrscheinlich kommt die Julia am Montag und sagt, wir müssen als erstes mal den Auspuff umbauen. Ja, definitiv. Diesel muss lauter werden. Lauter und er muss knallen. Ja, also wenn man sich eingelebt hat und so den Hintergrund ein bisschen begriffen hat, dann kann man sich schnell dran gewöhnen. So, das war unsere Probefahrt im Lamborghini Urus. Heute nicht ich gefahren, sondern die Julia.
Ich glaube, der Julia hat es ein bisschen Spaß gemacht. Definitiv. War auch leicht schwierig, hier den Schlüssel wieder abzunehmen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr das nächste Mal die Julia wieder in einem Sportwagen oder einem Urus oder in einem anderen Auto sehen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank auch an unseren Kunden, der uns wieder erlaubt hat, sein Fahrzeug zu benutzen, dieses Video zu drehen. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei sowas. Euch noch einen schönen Nachmittag, oder? Schönen Nachmittag. Habt Spaß. Ciao.